da gab es ja diesen Spruch so, One Nation under a Groove. Und das war genau das, was wir eigentlich gemacht hatten. Also wir waren in dem Moment wieder One Nation geworden. Nicht im Sinne von wir Deutschen, aber so von wegen wir Techno. Diese Sehnsucht abzuheben war immer da. Und im Fischsport hatten wir immer so ein Angebot. Also wir hatten eine Information, wurde uns zugespielt von einem außerirdischen Luftschiff, das genau am Oranienplatz landen würde und 73 Plätze angeboten hat. Und ich habe das dann vorgestellt. Also TV Victor hat dann auch noch die Vorbereitungskurse gemacht. Und diese 73 Plätze waren alle sofort belegt. Es handelte sich zwar um einen One-Way-Flug nur. Und zwar, es gab nur zwei Absagen. Bei einer haben die Eltern das nicht erlaubt, zwei Mädchen waren das. Und die andere war leider schwanger. Die konnte nicht mitfliegen. Aber ich habe die Leute auch nicht mehr wiedergesehen. Die sind halt verschwunden. The Future is Ours, als Techno durch die Decke ging. Von Michael Wöhner. Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich auf dem Flug der Future. Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für Ihre Flucht von Capricorn und vor den Zylonen für uns entschieden haben. Wir möchten Sie bitten, angeschnallt zu bleiben, da es durch die anhaltenden Kämpfe zwischen Zylonen und den Rebellen der Kolonien immer wieder zu Unannehmlichkeiten kommen kann. Es besteht aber kein Grund zur Sorge. Unser Schiff verfügt über einen FTL-Antrieb und so können wir jederzeit durch einen Sprung in ein anderes Koordinatensystem brenzlige Situationen verlassen. Außerdem begleitet uns ein Battlestar zu unserer Sicherheit. Zunächst möchte sich noch unsere Crew vorstellen. Ihr Commander, DJ West Bam, aus Westfalen nach Berlin geflüchtet, DJ, Mitveranstalter der Love Parade und Miterfinder der Mayday. Also die erste Love Parade war eine kleine, komische Idee und das kann man vielleicht gar nicht mehr so genau verstehen, wie schräg dieser Gedanke am Anfang war. Chief Medical Officer Dr. Motte. Miterfinder, Gründer, Organisator und Gesicht der Love Parade. Resident in UFO und Planet. Nee, das war unser Leben einfach. Wir konnten nicht anders, weil das war unser Ding. Executive Officer DJ Tanit. Berliner DJ der ersten Stunde, Cyberspace DJ im UFO, Resident der Technozid. Man hatte halt irgendwie diese Freiheit, jetzt plötzlich alles zu tun. Gerade so mal im Ostteil, es gab keine Gesetze mehr. Electronic Countermeasures Officer Dimitri Hegemann. Für die Kulturarbeit aus Westfalen nach Berlin gekommen, selbsternannter Raumforscher, Teilhaber von Fischbüro, UFO und Tresor. Er hat auch den Kontakt zwischen Detroit und Berlin mit aufgebaut. Detroit Techno hat dann einen Impact erlebt, der die größte Jugendbewegung des letzten Jahrhunderts ausgelöst. Deck Chief Elsa Fortheus hat sich in Turbine von der Türsteherin bis zur Dekorateurin hochgearbeitet und dann auch UFO, Planet und E-Werk gestaltet. So hat sie den Stil der ersten Techno-Jahre geprägt. Man konnte sich einbringen. Und der Hausmeister, der war genauso wichtig wie der DJ so etwa, ne? Major oder XCP gilt als Erfinder des Ecstasy Dance Projects und ist Veranstalter der Berliner Technozid-Partys, die heute als erste Raves gelten. Damals wusste ja noch keiner, dass es irgendwann mal eine Droge im Umlauf sein wird, die halt Ecstasy heißt irgendwo. Das gab es ja damals noch nicht. Aviator Johnny Stieler ebenfalls Veranstalter der Technozid, außerdem Mitinhaber und Entdecker des Tresors. Es gab das vorher nicht. Es gab diese Art von Musik vorher nicht, es gab diese Art von Raum nicht, es gab diese Art von Tanzen vorher nicht, es gab es alles nicht. Captain Jürgen Lahmann hat Techno-Anfänge in Frankfurt miterlebt und ist außerdem Mitgründer der Techno- und Elektroszene-Zeitschrift Frontpage sowie Teilhaber von Love Parade und Mayday. Ich muss ganz kurz sagen, dass die Love Parade im Wesentlichen dazu beigetragen hat, das Deutschlandbild vollkommen zu verändern. Commander Air Group. Arme Tanzdampf in allen Gassen. Gram hat den Osten vor dem Mauerfall verlassen, kannte beides sehen und konnte so schon ganz früh West- und Ostprotagonisten machen und zusammenbringen. Man hat gute Laune, man hat so Lebensfreude versprüht, ja, und das kam an, die Leute haben es dankbar angenommen und das hat wahrscheinlich auch alle so verbunden miteinander. Ja keine freie Kultur, sondern es gab eigentlich nur von staatlicher Seite organisierte Kultur. Es gab keine privaten Diskurs oder privaten Veranstaltungen. Diskotheken hießen Jugendtanzveranstaltungen
Und die waren alle von der Freien Deutschen Jugend, also von der FDJ, organisiert und auch reglementiert. Und die sahen in der Regel so aus, dass man so ein normales Café oder Restaurant hatte, wo dann so gegen 18, 19 Uhr die Tische und Stühle ins Lager geschafft wurden. Damit wurde eine Tanzfläche geschaffen. Dann kam ein Diskotheker, eine mobile Diskothek mit so einem Anhänger angefahren, hat da seine Anlage aufgebaut und wenn er gut war, hat er noch so ein kleines Stativ mit so ein paar Autoscheinwerfern, wo so die Scheinwerferflächen bunt gefärbt waren und eine Disco-Kugel und das war dann die Diskothek. Musikalisch lief da eben dann so das, was Top 100 und man freute sich dann und wartete dann im Prinzip den ganzen Abend darauf, dass man irgendwann mal seinen Hit, der ja so ein bisschen independent war, irgendwie zu hören bekam. Nichtsdestotrotz gab es auch in Ost-Berlin eine explizite Disco-Fire-Klientel, die sich da von Donnerstag bis Montag oder Dienstag, im Prinzip die ganze Woche lang irgendwo die Kante gegeben hat. Ja, das haben wir auch sehr ausgiebig gemacht. Das war damals auch, die Drinks waren billig. Und man darf nicht vergessen, dass Radiowellen lassen sich ja nicht an der Mauer stoppen. Und wir hatten in Berlin das wohl beste Radioangebot, was man sich träumen kann. Dadurch, dass eben AFN und BFBS dort ihre Sender hatten. Und insofern hatten wir schon einen ähnlichen musikalischen Anspruch, so komisch wie das klingt, aber im Kopf war das irgendwie alles schon vorgeprägt. Das war immer synchron, da gab es überhaupt keinen Zeitverzug. Die Flugzeit zu unserem Zielflughafen auf dem Planeten Libra beträgt 9 Stunden. Libra ist in einem Ionennebel versteckt und wird uns so dauerhaft vor den zylonischen Angreifern schützen. Unterwegs werden wir Ihnen 2 Mahlzeiten servieren. Außerdem steht Ihnen unser Entertainment-Programm jederzeit zur Verfügung. Ihr Reiseveranstalter Space Adventures und die gesamte Crew wünschen Ihnen einen guten Flug und einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Strecken geil, was gesetzt wird, schwarze Weiß. Erst horcht die parasitäre Vielfalt. Ich bin Anfang 1988 schon ausgereist, also 2 Jahre vor Mauerfall. Ich habe also West-Berlin noch erlebt von so einer düsteren Seite. Damals, das war so späte Nick Cave, Einsturz der Neubauten, es gab hier so mehrere Lokale, Ex-Pop. Und das war alles sehr düster, sehr psychedelisch, sehr Amphetamin-Heroinhaltig. Es gab noch eine andere Parallelwelt, es gab also auch diese Kudamm-Diskotheken, Chic und Dschungel und... Also diese Kudamm-Szene war ganz obskur. Kräftige schwarze GIs mit komischen Lederkappen, die von einem Bein aufs andere wippten und dabei nickten. War auch nicht funky, das war so eine ganz komische, so ein Stillstand irgendwie damals. Ja. Berlin-West hatte in den 80ern schon immer so ein alternatives, leicht anarchistisch angehauchtes Nachtleben. Es gab sehr viele Bundeswehrflüchtlinge, sehr viele Künstler und auch sehr viele Schwule in Berlin. Und eben doch auch sehr viele so, ja, politisch angehauchte Leute über besetzte Häuser. Relativ wenig Leute, die Jobs hatten, aber viele Leute, die schräg drauf waren. Und das hat eigentlich die Stimmung von West-Berlin geprägt. Also ich kam so aus Amsterdam, wo gerade die ersten Acid-House-Partys stattgefunden hatten und habe dann eigentlich in Berlin so rumgesucht, wo geht's jetzt hier ab, und da war einfach nichts. Da muss man noch dazu sagen, Techno war zu dem Zeitpunkt eine ganz andere Musik. Für den Zeitpunkt war Techno sowas wie Depeche Mode, Tears for Fears, Human League, ein bisschen Front 242, so alte IBM-Sachen. Kraftwerk gehörte auch dazu, aber was um Gottes Willen definitiv nicht zur Techno zählte, war Hausmusik. Hausmusik war Black Music. Also wenn man in den Plattenladen gegangen ist, dann gab es da 2 Abteilungen. Die eine New Wave, Independent, da stand halt so dieser weiße Techno drin. Und dann gab es eine andere Abteilung, da gab es dann R&B, Soul, Hip-Hop, Funk und Hausmusik. Anfangs 80er Euphorie, so von Neuer Deutscher Welle, Punk und Industrial, war gegen 85, 86 schon so am Abklingen und es machte sich so eine Ratlosigkeit breit, auch eine Langeweile. Man hatte so das Gefühl, es ist alles durch. Und eins der großen Themen war, wie auch heute auch teilweise wieder, was kann danach überhaupt noch kommen? Wir hatten ja schon alles. Bis dann eigentlich 88 so diese kleine Gruppe von Acid House Jüngern oder so dann auf der Tanzfläche erschienen ist.
Fischbüro, im zweiten 1988 war das, 87, 88, da haben wir einen Keller entdeckt. Also das Fischbüro an sich war immer so eine Ladenwohnung mit Fenstern und da gab es dieses Rednerpult und da wurden Vorträge gehalten, meistens nur am Wochenende. Und wir hatten diesen Keller entdeckt, über so eine Klappe war das erreichbar, dieser Keller, und ca. 100 Quadratmeter groß. Deckenhöhe war nicht so hoch, 1,90 Meter vielleicht. Und wir haben dort einen Club improvisiert. Und dieser Club hat viel so Acid House Musik gespielt. Das schwappte aus England rüber. Aber es war halt Acid House und es waren noch nicht diese technoiden Klänge, die uns dann irgendwie doch in den Bann rissen. Es war eine neue Musikform, Acid House. Interessiert eine sehr kleine Gruppe nur. Ich stamme so ein bisschen aus dem Umfeld vom Frankfurter Techno-Club. Das war der erste Club, der alleine elektronische Musik gespielt hat. Eine Veranstaltung, die in verschiedenen Frankfurter Diskotheken stattgefunden hat. Im No-Name-Club am Sonntag, das war eine frühe Disco gewesen. Im Roxanne, das gibt es heute schon lange nicht mehr. Und eben am Freitag im Dorian Gray, zu einem Zeitpunkt, wo das Dorian Gray dann als Schickimicki Luxus-Disco nur noch am Samstag funktioniert hat, also hat halt das Veranstalterteam sich den Freitag organisiert. Da bin ich so sozialisiert worden. Also die kamen halt eher von IBM, von 242 und auch so dieses Feierverständnis irgendwie war ein bisschen, also ich konnte mir von Berlin aus gesehen auch gar nicht vorstellen, dass es so sein kann wie in Berlin, weil ich wusste, Frankfurt war schon immer so eine Banken- und Hierarchienstadt. Während das in Berlin halt mit Hierarchien überhaupt nicht stattgefunden hat. Und ich war auch dann davor, schon vor 91 zum Beispiel, wieder im Dorian Gray gewesen, weil ich eingeladen war zu einer Pressekonferenz von Front 242. Die wollten mich dann fast nicht reinlassen wegen Camo-Klamotten. Ich dachte, ey Leute, das sind die gleichen Klamotten, die eure Front 242 jetzt anhaben, die da drinnen interviewt werden. Ich bin hier eingeladen. Und also es war schon immer noch so, hast du die falschen Schuhe, kommst nicht in die Disco rein und so weiter. Frankfurt war zu dem Zeitpunkt erstmal sehr selbstbewusst gewesen. Und hat sich halt so ein bisschen als die Hauptstadt der elektronischen Musik verstanden, was zu diesem Zeitpunkt auch sicherlich gestimmt hat. Ich habe also mal zu DDR-Zeiten schon so illegale Punk-Konzerte veranstaltet und traf dann in West-Berlin zufällig auf dem Konzert von Nick Cave auch Achim Kohlberger. Das war einer der späteren Gründer des Tresors. Und Achim saß eben an der Kasse vom Nick Cave-Konzert und meinte, du, wir machen auch was so für junge Leute. Komm doch mal in die Köpenicker Nummer 6. Und das war so ein Kartoffelkeller, das war das erste UFO. Ja, das war also völlig obskur, du bist da so eine Leiter runtergeklettert, hast die Hand vor Augen nicht gesehen. Ja, dann weg bin ich angekommen und wusste sofort, oh, hier wirst du eine Menge Zeit verlieren. Hier wirst du viel Spaß haben. Da waren sie denn alle. Also da war wirklich also Westbam, Motte, Kid Paul, Johnson, also das heißt die wieder, wirklich die einfachste Form von Wiedervereinigung auf der Basis oder auch mit dem Hintergrundwissen von Musik hat vor allen Dingen im Keller stattgefunden in Berlin. Sind das Turbulenzen? Sind wir in ein Gefecht geraten? Ich glaube, mir wird schlecht. Nein, nein, das ist der koloniale Erkennungscode. Die Raumschiffe führen so eine Art Tanz auf. Damit wollen sie Liebe und Freundschaft aussenden. Wenn es eine ganze Flotte gleichzeitig macht, ist es eine Love Parade. Und dann wissen alle anderen, ah, okay, keine Zylonen, die gehören zu uns. Wenn die Zylonen diesen Code jemals entschlüsseln, sind wir verloren. Freunde von mir sind darüber oder sind sowieso schon immer nach England gefahren, um dort in die Clubs zu gehen, um die Musik dort aktuell zu hören, weil da natürlich noch mal viel mehr los war und das ist ja auch eine andere Kultur ist als so Berlin, und meinten, du, das ist einfach faszinierend, was da passiert. Ja? Also wir haben Partys erlebt, die waren illegal, ja, und dann irgendwann nach ein paar Stunden kam dann die Polizei und hat die Anlage konfisziert. Und dann standen die Leute halt auf der Straße, konnten da nicht mehr weiter feiern, und dann hatte irgendwer dann einen Ghetto-Blaster dabei und dann tanzte man auf der Straße einfach. Das war die Initialzündung. Ich habe mir dann die Frage gestellt,
Wie kriegt man das nach Berlin? As media showers, bad weather conditions, the future will survive. Und da kam mir plötzlich die Idee. Es war wie eine Eingabe. Ich hab gedacht, naja, warum kann man nicht eine Demonstration anmelden und die Demonstration für Frieden, für Freude und für Eierkuchen, also für gerechte Nahrungsmittelverteilung und so weiter, auf die Straße gehen und macht eigentlich dann eine Street Party daraus. Also die erste Love Raid war eben ein ganz, eine kleine komische Idee und das kann man vielleicht aus den späteren Love Raids gar nicht mehr so genau verstehen, wie schräg dieser Gedanke am Anfang war, zu sagen, pass auf, wir machen hier irgendwelche komischen illegalen Partys und theoretisch kann jederzeit die Polizei reinkommen und die Anlage mitnehmen und jetzt machen wir was Neues. Jetzt melden wir eine Demo an und die Polizei muss das beschützen und die Polizei muss jetzt auf dem Kudamm den Straßenverkehr stoppen, damit wir da langtanzen können. Und das war eben eine total schräge, anarchistische Idee in dem Moment. Und die Vögel, die da waren, waren auch alle so drauf. Also es war Johnson, Kid Paul, Westbam und ich, wir haben halt dann Kassetten aufgenommen vorher und haben gesagt, naja, kopiert die alle zweimal, also dass wir drei Kassetten haben und dann spielen auf den drei Wägen, spielen dann halt immer die gleiche Musik. Dann haben wir immer Synchro reingesteckt und dann war so eigentlich so der Sound auf allen Wagen. Und dann standen wir und dann kam irgendwann die Polizei und meinte, wollen wir nun mal los? Sehr geehrte Gäste, unser News-System versorgt Sie den gesamten Flug über mit den wichtigsten Nachrichten aus den Kolonien. Diesen Dienst können Sie jederzeit an Ihrem Sitzplatz anwählen. Soeben erreicht uns die Nachricht, dass die Rebellen auf Capricorn einen wichtigen Sieg errungen haben. Sie haben die Mauern des Ghettos durchbrochen und sich befreien können. Der Westteil der Hauptstadt gehört wieder uns. Also Privatreisen nach dem Ausland können ohne Vorliegen von Voraussetzungen, Reiseanlässe und Verwandtschaftsverhältnisse beantragt werden. Die Genehmigungen werden kurzfristig erteilt. Also in der Abend, als die Mauer fiel, war ich zu Hause und habe es im Fernsehen geguckt. Ich wollte nicht rausgehen und mir das angucken, weil also, wir wussten nur, jetzt kommen die ganzen Trabis rüber, jetzt kommen die ganzen komischen ausgewaschenen Jeans und Dauerwellen hier rüber und es wird noch enger. Ich war in der Turbine Rosenheim und ich war an der Tür und da fuhren halt auf einmal die Trabis vorbei. Ich bin dann reingerannt und habe gesagt, so, hey, hier fahren überall Trabis rum und so. Und die haben mir erst gar nicht geglaubt. Und dann kamen so Gästegruppen mit dicken Jacken. Und das war total schräg, weil ich eben immer die Anweisung hatte, weil der Club so klein war. Ich soll nicht so große Gruppen reinlassen und schon gar keine mit dicken Daunenjacken, ne, weil die den Laden so verstopft haben. Und mit Mauerfall war natürlich ein ungeheurer Kessel da geplatzt und natürlich auch eine ungeheure Euphorie da. Und das UFO, in dem vorher irgendwelche 80 Leute sich verloren hatten, da waren plötzlich 400 Leute drin und es war rappelvoll. Und es standen die Trabis vor der Tür. Und das war eben in dem Moment die neueste Musik, die es gab. Und in der fanden sich diese Kids aus Ost-Berlin wieder und ihr Lebensgefühl. Was wir dann halt gemacht haben, wir sind halt sofort rüber und haben geguckt, was gibt's da für Locations. Und das war dann plötzlich so ein großes Hallo, ja. Also, weil es gab halt wirklich richtig viele Locations, wo unklar war, wem gehört das. Und die waren einfach offen und die standen einfach leer da. Und dann gab es da Strom, haben wir geguckt, wie sieht das aus, wo ist das Gelände, kann man da vielleicht eine Party feiern? Also meistens gab es da so eine kleine Vorhut. Es gab halt so ein paar Leute, die waren halt so raummäßig immer unterwegs und am Gucken. Und wenn die irgendwie was aufgespürt haben, dann gab es einen Rundruf und dann hieß es halt Ortsbegehung. Und die Ortsbegehung, die sah dann auch schon mal so aus, dass man da irgendwie mit einer Taschenlampe und einem Seitenschneider irgendwie durch irgendeinen Zaun ist und dann durch irgendeine zerbrochene Scheibe dann da irgendwo rein. Und das war einfach aufregend, ne? Dreadis-Kontakt. Alarmstufe 1 auf allen Decks. Siehst du was? Zylonische Jäger. Ich sehe zwei. Sie verstecken sich in dem Asteroidenfeld. Ich sehe sie nicht. Es sind die alten Jäger. Aus der Zeit, in der unsere Battlestars noch Kampfsterne hießen. UFOs der ersten Generation. He who controls the spice controls the universe.
Also im zweiten UFO war ich dabei. Tarnit hatte seinen Cyberspace-Club gemacht und Kid Paul hatte da Dates und Westbam hatte da feste Veranstaltungen. Und so haben eigentlich alle Styles, die es da so in den ganz frühen 90ern gab oder späten 80ern, haben da so ihren Platz gefunden. The spice must flow. Ich hatte vorher Industrial und Punk und so was aufgelegt, New Wave. Und fand es eine ziemlich undankbare Aufgabe, weil das war halt so der Zeit, da konnte man es keinem recht machen. Und aber dadurch, dass dann halt das mit dem Mixing, also Beatmatchen, Sachen ineinander laufen, dadurch habe ich dann wieder Blut geleckt und dadurch dann halt im UFO aufgelegt und habe da halt gefragt, ob ich den Mittwoch in dem UFO haben könnte. Und so ist es dann halt zu dem Cyberspace gekommen. Und das Lied, was für heute, uns alle heute Techno ist. Elektronische Beats, kein Gesang, wenn Melodien, dann eher so Keyboard-Akkorde, total psychedelisch, viel Hall, viel Laserkanonen und berstende Maschinen und einstürzende Welten und gleichzeitig mit irgendwas Positives und ekstatisch, dynamisch. Also der erste Kontakt zur Musik der Zukunft, definitiv. Und das Besondere vielleicht an diesem UFO fand ich von Anfang an, dass das alles so auf Augenhöhe war. Da gab es also nicht mal eine Stufe zum Podest des DJs. Und es war also nichts mit Popstar-Allüren. Der Mike van Dijk hat mal so einen Spruch gelassen, wenn jemand mittwochs im Cyberspace eine Bombe hätte explodieren lassen können, dann hätte es Techno und House in Berlin nicht gegeben, weil auf dieser Party waren wirklich alle Leute, die später irgendwie was aktiv mit Techno und House gemacht haben, waren dort versammelt. Die waren da komplett. Da waren Cosmic Baby, da waren der Mike van Dijk, da war Barry Grace, auch die Monika Dietl schoss da uns immer vorbei. Irgendwann halt, man wusste irgendwie, das ist wie so eine Verschwörung irgendwie halt. Das war das irgendwo halt, weil man auch jeder, der da war, der merkte irgendwo halt, ey, das, was jetzt hier läuft, das ist was ganz, ganz Außergewöhnliches. Techno war im Prinzip eine außerirdische Musik. Es gab eigentlich dieses konsequente, in sich geschlossene Konzept elektronischer Musik, wie das dann ab Ende der 80er Jahre existiert hat, gab es ja nicht. Also auch selbst bei Depeche Mode hat er immer dazwischen gequarkt. Dieses Auflegen damals, dieses Mixing, das hatte immer man war immer connected zum Publikum. Ganz große Stars konnten völlig verkacken, ja, in irgendwelchen Läden. Und DJs, über die heute kein Mensch mehr spricht, hier Zappa oder auch DJ Rolf, ja, die haben damals über 10 Stunden lang die Leute mitgezogen. Die haben sich angedockt an die Gehirne der Tanzenden und haben eben eine Dramaturgie gehabt im Mixing. Johnson zum Beispiel, also der hat das wirklich geschafft, so mit dem Groove zu spielen, dass du zwischendurch immer dachtest, ey, nee, das geht jetzt wirklich nicht. Zur Tanzfläche gegangen. Am Rande der Tanzfläche hat er dich am Schlawittchen zurückgezogen, weil du plötzlich den Geruch verstanden hast. Ja? Das war so schräg. Und das hat er über Stunden praktiziert. Und dass du in den Himmel oder in die Hölle geschoben wurdest und wirklich danach 3 Kilo abgenommen hattest, dass du nach 10 Stunden geflogen bist. Ja? Damals war ein Faktor die Euphorie in der Stadt, diese Wiedervereinigung, das war wirklich ein großes Thema. Das hat man, glaube ich, in Berlin am stärksten erleben können. Und man wollte irgendwie zusammenkommen und der Soundtrack, der uns aus Detroit geliefert wurde, war einfach der optimale Soundtrack für das Zusammenkommen und das Kennenlernen ohne viele Worte. Also da war die Musik der Schlüssel. Ich war gerade in Detroit und ich habe mit dem Chef der Organisation Underground Resistance noch mal mich länger unterhalten, mit Mike Banks. Und er sagte auch damals, als wir diese Musikform entwickelt haben, das interessiert war hier niemand. Weißt du. Wir mussten unser Produkt sozusagen nach Berlin tragen. Und dort ist dann der Ballon auch hochgegangen, aber richtig. Ja. Und der Einfluss ist für uns nach wie vor sehr eindeutig. Also die Quelle kommt von dort. Techno hat dann einen Impact erlebt, der weltweit einzigartig ist und die größte Jugendbewegung des letzten Jahrhunderts ausgelöst. Liebe Fluggäste der Future, unser News-System versorgt Sie auch weiterhin mit den wichtigsten Nachrichten über die Vorgänge auf Capricorn.
Nachdem die Rebellen den Westteil der Hauptstadt zurückerobert haben, haben die Kolonien jetzt verschiedene Raptor für Aufklärungsflüge gesendet. Sie dringen immer weiter in das besetzte westliche Gebiet vor, um über Zustand und Gefahren berichten zu können. Und es war eigentlich relativ klar, dass wir irgendwas machen müssen. Das war, weil es von heute auf morgen war es ja tatsächlich so, dass bestimmte Bereiche der Ostberliner Innenstadt von heute auf morgen komplett verwaist waren. Dass die lieben Genossen sich nicht mehr aus dem Haus getraut haben, weil sie dachten, wir werden vom Mob erschlagen. Und für meinen Kumpel war es halt der Techno-Tod, also dass eigentlich diese Technologien uns irgendwie in den Untergang bringen werden irgendwo halt. Aber trotzdem nicht nur negativ, also nicht nur depressiv, sondern eben das Ausleben dieses Gefühls und daraus sich daraus zu befreien aus dieser Depression. Darum ging es ja, weil dieser alte Techno, dieser deutsche Techno, also dieser IBM-Krams, der war ja nur negativ. Das war ja wirklich, das war ja Gruftimusik. Die Leute, also gut, das waren jetzt nicht die Typen, die jetzt irgendwie in Särgen geschlafen haben, aber die so ähnlich drauf waren irgendwo halt. Also diese Frankfurter Techno, die können ja erzählen, was sie wollen, aber das waren Gruftis. Die sahen so aus und die waren so drauf und das war auch nicht positiv, das war negativ und so, das war Berlin, dieser Berliner Techno, der war überhaupt nicht so, sondern der Berliner Techno war, der war zwar auch aggressiv und kraftvoll und auch zerstörend, aber der hatte in seinem Ergebnis immer was Positives irgendwo halt. Und der hatte ein Lächeln im Gesicht. Der zauberte den Leuten, wenn ein Sägezahn lief, dann war das kein so, Welt geht unter, scheiße, alles Mist, sondern das war eher so ein, die Welt geht unter, haha, nur mal richtig tanzen gehen. Komischerweise war Wolle auf die Idee gekommen, das ganze Ecstasy Dance Project zu nennen. Damals wusste ja noch keiner, dass es irgendwie mal eine Droge im Umlauf sein wird, die halt Ecstasy heißt. Irgendwo, das gab es ja damals noch nicht, sondern dieses Ecstasy Dance Project, das war ja ein Konzept. Es ging ja da wirklich so darum, halt Ekstase zu erzeugen. Wolle meinte, das müssen wir ganz groß machen. Also das ist Berlin und das ist die Wende und das ist unsere Musik jetzt. Und die funktioniert in so einem kleinen Club vielleicht gar nicht so gut, aber auf einem riesen Floor funktioniert die super. Womit er dann auch recht hatte. Mein damaliger Freund, und mit dem ich halt die Partys da gemacht habe, der kam dann mit diesem Namen an, Technozid. Und das war eigentlich so, die passte wie die Faust aufs Auge. Techno und Acid fusionieren zu Technozid. Vorher waren das halt irgendwie so, wir hatten ein Grüppchen von 150 Leuten, da kannte jeder jeden. Und in dem Moment, wo wir im Osten drüben Sachen veranstaltet hatten, so mit Wolle, Technozid und sowas, hatten wir plötzlich beim ersten Mal 500, beim zweiten Mal 750, beim dritten Mal 1000. Aber so eine richtige Techno-Veranstaltung, die hat sich von damals bis heute eigentlich nicht sehr verändert. Es muss dunkel sein, es muss ein Strobo an sein, es muss Nebel reingeblasen werden, es muss laut sein und ein Beat ballern. Was so Outfits anbelangt und so weiter, war man da sehr kreativ. Ne? Da gab es halt die Leute, die auch da schon so mit so Bauwesten und irgendwelchen Gasmasken und so rumliefen. Aber dann gab es halt die diversesten Fantasievögel, die irgendwie eher ja, so Fantasy-mäßig mit Kostümen unterwegs waren. Da war alles dabei. Ne? Da gab es keinen Klamottenkodex oder so. Es gab keine VIP-Lounge. VIP-Lounge finde ich zum Kotzen. Also VIP, es gab einen Backstage, da haben die Leute sich ausgeruht, wenn sie dort gearbeitet haben und wenn sie Ruhe suchten. Aber dass die Leute irgendwie sich in ihre VIP-Lounge zurückgezogen haben und dort ihre Privatfeiern halten, das kam alles viel später. Finde ich bis heute noch nach wie vor total scheiße, weil das ist Anti-Techno, hat mit Techno nichts zu tun. VIP-Benchen, mein Arsch. Ja, die Leute hatten überhaupt keine Probleme miteinander. Es gab keine Schlägereien, keine Belästigung von Frauen oder was weiß ich. Es gab es alles überhaupt gar nicht. Und da gab es eine sehr hohe soziale Kontrolle. Man hat aufeinander aufgepasst, man hat Spaß miteinander gehabt. Wir möchten Sie bitten, sich vorübergehend anzuschnallen. Um in das nächste Koordinatensystem zu kommen, müssen wir ein schwarzes Loch passieren. Die Durchreise kann zu einigen Turbulenzen führen. Was für Turbulenzen? Vibrationen, Erschütterung. Die undefinierbare Geschwindigkeit kann im Extremfall zu Kontrollverlust und zur Beeinträchtigung des Orientierungssinns führen. In schwarzen Löchern kann es sogar vorkommen, dass Passagiere sich komplett verlieren und nie wieder in die Realität zurückfinden.
die Sekretäre mit ihren hochgesteckten Haaren und ihren Steckerschuhen und ihren Seidenbüßchen und ihren Hemdtäschchen. Die gingen halt dahin, zahlte Eintritt, gab ihre Jacke ab und marschierte dann hoch, Stöcke, Stöcke, Klapper, Klapper auf den Steingängen im HDRT. Und dann kam der Moment, wo sie sich der Tür näherte, zu diesem schwarzen Loch, wo die Bässe das erste Mal wahrgenommen hat, weil, muss man ja auch dazu sagen, solche Bässe gab es nirgendwo. Also das war für die Leute einfach ein totaler Schock. Für jemanden, der das noch nie gehört hat, ist das beängstigend, erfreulich. Naja, und dann kam erst das Kopfnicken und eine halbe Stunde später gab es diese Frau nicht mehr, weil die Hackenschuhe, die lagen dann irgendwie unter irgendeinem Protest und die Haare hingen dann, flogen dann durchgeschwitzt als Apromene durch die Gegend und die Leute waren hinweg, waren integriert in dieses ganze Ding und waren halt Bestandteil dieser schwitzenden, schreienden, tanzenden, ekstatischen Masse. Ich kann mich so an Situationen erinnern, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich da gemacht habe. Weil ich war auch in der State of Trance, wenn man so will, ja. Dass die Musik mich quasi zu den Platten geleitet hat. Also ich nicht gedacht habe, so jetzt der Track und dann der Track und der Track, sondern ich war eins mit der Musik. Ich will einfach, dass die, wenn die Leute am Ende aus dem Club rausgehen, entweder durch ihre Erschöpfung wissen, wo sie waren, oder sogar im Idealfall verändert rausgehen. Dass sie irgendwas erlebt haben, wo sie nie gedacht hätten, dass sie musikalisch dahin geleitet werden und es auch vielleicht noch verstehen. Das ist der Idealpunkt für mich, den ich als DJ erreichen kann. Drogen waren damals weitaus weniger gebräuchlich als heute. Man muss sich das auch so vorstellen, dass damals eine MDMA-Tablette 30 bis 50 D-Mark gekostet hat. Nicht so, wie sich heute irgendwelche Penner sich so 10 Teile reinschmeißen und dann irgendwie noch 3 Gramm Speed dazu und einen Liter Wodka oder so. Das wäre damals finanziell unmöglich gewesen. Das hätte man gar nicht gepackt. Insofern war das eben auch so, dass Drogen sehr, also wirklich auch zelebriert wurden. Man teilt dann die Tabletten und trank dann nur Wasser, um die Wirkung nicht zu beeinträchtigen und keinen Wodka oder so, oder eher später zum Runterkommen vielleicht wieder Alkohol. Kann man sich heute gar nicht vorstellen. Die waren ja von Anfang an da, die Drogen. So relativ. Dieser Ecstasy-Vibe der Anfangsjahre, der hat schon auch das Ekstase-Gefühl befeuert. So gesehen haben das viele wahrscheinlich als positive Veränderung wahrgenommen. Durch die ersten ganz großen Abstürze konnte man das, hat man das natürlich dann auch alles von zwei Seiten gesehen. Das war eine unglaublich sympathische Droge, die die Menschen zueinander geführt hat. Ich denke auch, dass MDMA einen guten Teil dazu beigetragen hat, dass die jugendliche Wiedervereinigung meiner Generation da sozusagen so schmerzfrei über die Bühne gegangen ist, weil eben sich auch Leute in den Arm gelegen hatten, die sich vielleicht die Fresse poliert hätten ein paar Wochen vorher. Wir hatten uns aus dem UFO 2 zurückgezogen und wir suchten eine Location. Und die haben wir dann durch den Zufall gefunden. Also der Freund Achim, der noch dabei war, Achim Kohlberger und Matthias Stieler, Toni Stieler, die haben die entdeckt, die Location. Und sie war in der Leipziger Straße gelegen. Und das lag daran, es war nur eine einspurige Straße. Und die Autos, die also in Richtung Ost-Berlin fuhren oder die auch rauskamen, die standen, es ging nur Schritttempo vorwärts. Und dem Umstand ist es zu verdanken, dass plötzlich dieser Raum sichtbar wurde. Und dann kommt der Achim so nach links rüber und meint so, was ist denn eigentlich mit da drüben? So, da guck mal, das ist doch hier zum Beispiel, da steht doch irgendwas leer. So geguckt. So, toll. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und dann sind wir abgebogen auf dem Parkplatz. Aus dem Kellergitter kam so ein eiskalter Hauch. Also war auch klar, dass da irgendwie da unten doch ein bisschen mehr sein musste als nur so ein kleines Kellerchen. Kellertür aufgemacht und auch da zog es eiskalt von unten nach oben, war klar, da unten ist irgendwas. Und dann kam halt im Feuerzeugschein diese Tresortür zum Vorschein. Und dann sind wir in den Tresor rein und haben erstmal, glaube ich, 1 oder 2 Stunden nichts mehr gesagt. Im Prinzip war ja auch alles klar, also da musste man nicht mehr lange drüber reden, das war der Sechser im Lotto.
muss man sich vorstellen, Deckenhöhe etwa 2 Meter, Betondicke auch 2 Meter, also lauter Schließfächer eingebaut, die total verrostet waren, weil 40 Jahre lang keiner drin war, mindestens 40 Jahre. Und total feuchte Luft, ein ganz bestimmter Geruch, den man sonst nirgends gerochen hat. Komplett surrealer Ort, also weil da drumherum um den Tresor war ja damals auch nichts. Also wir hatten immer so die Idee, wenn man nach 8 Stunden Tresor wieder rausgeht und die hätten Berlin weggebombt, hätten wir wahrscheinlich nichts gemerkt, weil 2 Meter dicker Beton und man kommt da raus und da war eh nichts. Der Tresor, da ging es schon am Anfang sehr stark darum, weil es auch der musikalische Trend war, dass es immer härter, immer verrückter und immer abstrakter wurde. Damals war es revolutionär. Es gab das vorher nicht. Es gab diese Art von Musik vorher nicht. Es gab diese Art von Raum nicht. Es gab diese Art von Tanzen vorher nicht. Es gab es alles nicht. Und das ist eine völlig neue, außerirdische Erfahrung. Also das ist wie das Betreten eines anderen Planeten. Wie ist denn unsere neue Heimat so? Libra ist kein Planet wie unser alter. Da gibt es noch keine gebauten Städte. Da liegt alles brach. Wir müssen alles neu aufbauen. Das wird eine Herausforderung, aber auch eine Veränderung. Es ist der Beginn einer neuen Zeitrechnung. In einer neuen Galaxie. Planet war sowas wie die hausige Variante und ist genau in dem Moment aufgekommen, wo dann auch viele so von den Trendy People sagten, ah, der Tresor, es ist ja doch immer wieder genau das Gleiche. Und die Musik ist mir zu hart. Planet dagegen hat erstmal durch eine viel größere musikalische Bandbreite mehr oder weniger geglänzt. Und es war eine vom Licht, von den Dekorationen, das war wieder Elsa for Toys und so, war das halt eine viel wärmere Stimmung als der Tresor. Das haben wir uns vorher angeschaut, was brauchen wir dafür alles. Wir haben dann die Bar organisiert und haben 10 Freunde angerufen und das ging rum wie ein Lauffeuer und haben dann an einem Samstag um 18 Uhr mit dem Aufbau angefangen. Das dauerte dann bis Mitternacht und dann haben wir ihn aufgemacht und dann ging die Party los für 12 Stunden. Und dann haben wir gefeiert und keiner hat es mitbekommen. Planet war schon, das war schon aufregend, weil es eigentlich ein ganzes Gelände war. Also es war irgendwie so ein bisschen die Villa Kunterbunt der frühen Techno-Zeiten. So ein ganzes Areal für sich zu haben und das einfach zu bespielen und so, das war eigentlich eine Utopie so. Ne? Also Planet sagt natürlich auch schon sehr viel über diese außerirdische Komponente der ganzen Sache. Eigener Planet in einem eigenen Universum, das beschreibt es vielleicht am besten. Hier kannst du auch sehen, wie es in unserer neuen Heimat aussieht. Eine Flugbroschüre über Libra. The future is ours. Ihr Überleben sichert das Überleben der Menschheit. Sie müssen sich vor den Zylonen schützen. Der Ionennebel um Libra kann ihnen diesen Schutz garantieren. Nee, das war unser Leben einfach. Also das war unser Ding. Wir haben es selber gemacht und wir konnten nicht anders. Das war unser Ding. Ja, also unsere Musik, unser Sound, unsere Location, unser Name, unsere Freunde. Und wir hatten Erfolg, weil die kamen aus England. Also ich meine, es war sogar Boy George war da und meinte irgendwie, das hat er noch nie erlebt. Das hat einfach eine Faszination ausgeübt. Da war irgendwie so viel Mitmachen. Und der Hausmeister, der da sich um die Locations gekümmert hat, der war genauso wichtig wie der DJ so etwa. Ne? Und hier war es halt immer so, naja, okay, also das sind Hippies, aber die haben eine Nebelmaschine. Also stellen wir uns mal besser mit den Hippies gut. Oder das sind irgendwelche Prolls, aber die haben Laser. Also stellt man sich mit denen, arrangiert man sich irgendwie mit denen. Und daraus hat sich dann auch so zwischen den Clubs so ein Pragmatismus entwickelt, dass wenn zum Beispiel im Tresor der Wodka leer war, ist man einfach rüber ins E-Werk gegangen und hat gefragt, habt ihr noch ein paar Wodkaflaschen, bei uns sind sie gerade leer. Und das war kein Problem. Das hätte es in anderen Städten so, glaube ich, nicht gegeben. Auf Libra ist es fast wie zu Hause auf Capricorn. Gut 20% sind bewohnbar und es gibt ausreichend Sauerstoff für alle. Es erwarten sie grüne Felder, fruchtbare Täler, Flüsse und Bäche. Der perfekte Start in ein neues Leben. Denken Sie jetzt schon an morgen und sichern Sie sich bereits 2190 eine Eigentumswohnung für 2191. Finanziert mit Space Adventures. Ihr Überleben ist unsere Zukunft.
The future is ours. Ja, das Motto ist eigentlich zu erklären aus dem Größenwahnsinn schon so ein bisschen der ersten Afraid. Wie gesagt, es war eine Handvoll Leute und die berühmte Zahl 150 habe ich übrigens in die Welt gesetzt. Also es können genauso gut 80 oder 170 gewesen sein. Aber diese, sagen wir jetzt mal 150 Leute, die es dann angeblich waren, die standen da am Schluss und waren alle so, ja, wir haben es gemacht. Und naja, dann waren es da irgendwie so über 1000 Leute oder so. Und da kann man natürlich schon sagen, es hatte sich dann verzehnfacht oder so. Ja. Und das war natürlich schon in gewisser Weise dann eine, wie nennt man sowas, eine self-fulfilling prophecy. My house is your house and your house is mine. My house is your house. And your house is mine. Das war das Motto der Love Parade 1991. Und was die Love Parade 1991 auf dem Kudamm besonders auszeichnet, ist, dass das erste Mal unterschiedlichste Familien aus Deutschland zusammenkamen. Aber das hat vorher so nicht stattgefunden. Weil es gab das erste Mal dann eine Beteiligung aus Frankfurt. Die sind extra mit einem Love-Train mehr oder weniger aus Frankfurt nach Berlin gefahren. Und dann waren natürlich die anderen Techno-Familien aus Hamburg, aus Köln, aus München waren auch da. Und deshalb waren wir dann auch ungefähr 10.000 Leute auf dem Kudamm. Das konnte man auch in dem Moment gar nicht so realisieren. Man hat nur davor gestanden und gesagt, wo kommen all die Leute her? Die Vision, dass das alles eine ganz große Geschichte werden könnte, die hatten wir tatsächlich spätestens zur Love-Parade 1991. Da habe ich gesehen, das könnte eine Sache sein, die Millionen Leute bewegt. Ganz einfach, weil es so geil ist. Weil es auch noch für ganz andere geil ist, die wir ja noch gar nicht sehen. Und ganz kurz sagen, dass die Love-Parade im Wesentlichen dazu beigetragen hat, das Deutschlandbild vollkommen zu verändern. Deutschland galt als schlechtes Launeland in Europa. Auch wenn man halt sieht, dass wenn man jetzt einen 10-Minuten-Film über die 90er in Deutschland dreht, dann gibt es halt ja meistens die 30 Sekunden Love-Parade. Das war natürlich immer so ein Hyperkarneval, aber mehr auch nicht. Also das hat auf keinen Fall dazu geführt, dass die Welt schöner oder besser geworden ist. Ich denke, das Love-Parade lässt sich immer dadurch charakterisieren, dass erst alle mit wahnsinnigem Enthusiasmus nach Berlin kommen und zum Schluss wird geheult. Bericht: Zwei Zylonen-Basisschiffe und ein halb zerstörtes Wiederauferstehungsschiff auf dem Dreadis. Hast du dann die Idee, mit Frontpage nach diesem grandiosen Jahr 1991 nochmal eine Party zu machen, wo der olympische Gedanke des Techno so ein bisschen präsentiert wird, wo wir praktisch die unter dem Motto The Best of House and Techno 91 die interessantesten Acts nicht nur aus dem Inland, sondern auch aus dem Ausland eingeladen haben. Das war auch richtig geil. Da kamen halt Busse aus, ja, mit den coolsten Leuten aus allen Landesteilen. Und das tut er auch so ein bisschen den Ruf der Mayday, die jetzt ja schon lange nicht mehr legendär ist, aber der stammt halt auch aus diesen Anfangsjahren, wo das halt tatsächlich noch eine Szeneveranstaltung war. Nur da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass beim Tanzen, dass irgendwie alle in Richtung Bühne gucken. Und die gebärdeten sich da irgendwie Popstars. Und da dachte ich, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das ist so symptomatisch. Plötzlich gab es dann die Inszenierung, plötzlich gab es dann die Eitelkeiten. Plötzlich ging es um Kohle, plötzlich ging es um Effizienz und das gipfelte also für mich in der Mayday. Und die Maydays wurden ja dann auch immer größer. Also Mayday war für mich der Anfang vom Ende. Also die Mayday, sie hat eigentlich in diese Musik etwas gebracht, was nach meiner Auffassung zwangsläufig zu sowas wie Marusha, Somewhere Over the Rainbow und Blümchen führen musste. Ein DJ, der eine Stunde Zeit hat, sich vor einem Publikum von, sagen wir mal, 1000 Leuten oder 10.000 Leuten zu weisen, der wird zwangsläufig kein Risiko eingehen. Der wird sich jeden Übergang genau überlegen, der wird sich jeden Track überlegen und der wird kein Stück spielen, was auch nur dazu führen konnte, dass er ein geringstes Risiko eingeht, den Dancefloor rauszuspielen.
Also wird er Hits spielen? Na, Mayday hat sozusagen da angesetzt, wo auch die Love Parade 91 angesetzt hat. Nämlich, das war der erste Event, um die herum wirklich eine europäische Szene entstanden ist. Da hat wieder was mit Musik, mit Ekstase, mit Anarchismus, mit irgendwelchen oder anderen wertvollen Grundwerten zu tun, sondern ist halt eine pure Geldmaschine. Weil wenn Leute mit Bussen rankatern, will man da bei solchen Veranstaltungen vor allen Dingen Geld verdienen. Man schert sich nicht um das organische Wachstum, sondern es ist wie so ein Krebsgeschwür, was man künstlich erzeugt. Das ist jetzt nicht wirklich verwerflich, also ist auch ein Lebenskonzept. Aber ich denke mal, es gibt, die Mehrzahl der Leute haben vor allen Dingen sehr viel verloren dabei. An Identität, an Geld, an Persönlichkeit und so. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee war, hat sich dann zum Schluss eher negativ ausgewirkt. Wenngleich das natürlich auch Mayday und Love Parade ein wundervolles Zwillingspaar waren, die irgendwie gegenseitig ständig neu befruchtet haben. Aber die Brainchilds, die dann mal rauskommen, waren halt als Inzestkinder. Die ich auch aufgelegt habe. Ich habe immer gesagt, naja, ich schaffe mit dem Rhythmus, schaffe ich eine Konstante für den Körper. Der kann dann halt in Harmonie gehen mit dem Rhythmus, mit den Klängen und so weiter. Und weil das dann halt über Stunden lang passiert, kann das auch passieren, dass man dann halt mit dem Gedanken neue Dimensionen entdeckt, der Weltenreise geht. Meine Damen und Herren, wir bitten Sie vielmals, den Fehlalarm zu entschuldigen. Die feindlichen Schiffe drehen ab. Wir haben soeben die Bestätigung bekommen, dass sich die Zylonen in allen Koordinatensystemen ergeben. Scheinbar war Capricorn nur der Anfang. Der Krieg ist vorbei. Wir dürfen zurück in unser Sonnensystem. Zurück nach Capricorn. Hatten wir Glück, dass die Zeitläufe so verlaufen sind, dass alles aufeinander gekommen ist. Wende, die passende Musik, also die Demokratisierung der Produktionsmittel, dass wir plötzlich diese ganzen Räume zur Verfügung hatten, die seit teilweise Jahrzehnten leer standen. Berlin musste auch genauso wie wir in der Gesellschaft ihre neue Rolle finden und es hat im Techno bestens funktioniert. Wir haben uns alle da drin wohlgefühlt, wir mussten uns keinen Kopf um morgen machen, haben einfach laufen lassen, wird schon irgendwie gehen. Es war einfach eine freie Zeit, wo jeder machen konnte, was er wollte und dadurch auch sozusagen man nicht viel brauchte und trotzdem das Geld auf der Straße lag. Diese Aufbruchstimmung, weißt du, das gemeinsame Teilen der Nacht und auch das Gefühl, wir bauen etwas gemeinsam auf, wir wandern in eine neue digitales Musikzeitalter. Wir entwickeln hier, wir feiern hier gemeinsam eine neue, begleiten eine neue Musikentwicklung. Das war sehr prägend. Jede Generation will natürlich sich selbst behaupten und will sagen, jetzt kommen wir und wir haben den neuen Scheiß. Und der alte Scheiß ist jetzt nicht mehr angesagt. Aber wenn es irgendwo eine Generation seit den 50ern gegeben hat, die wirklich auch was Neues hatte, war das diese elektronische Tanzmusik. DJ-Welt war auf jeden Fall mit das Revolutionärste, glaube ich, was sich am meisten von der Musik abgesetzt hat, die vorher lief. FTL aufladen. Meine Damen und Herren, wir freuen uns, Ihnen mitzuteilen, dass unser Thylium noch für einen großen Sprung ausreicht. Wir erreichen unser neues Ziel Capricorn in weniger als 2 Stunden. Und Sprung! Wir bedanken uns, dass Sie mit der Future geflogen sind. Capricorn empfängt Sie mit angenehmen 22 Grad und Sonne. Ortszeit ist 9.10 Uhr. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und möchten uns im Namen der gesamten Crew verabschieden. Wie man so schön sagt, wenn der Zirkus in die Stadt kommt, werden hier Clowns auf die Füße treten. Am Anfang kamen die Enthusiasten, die Aktivisten, die Pioniere. Und danach kamen dann die Siedler. Und das ist natürlich dann, irgendwann wird es auch schwierig, wenn Leute dann auf einmal so mit Rüschenhemden und schmalzigen Haaren vor der Tür stehen und sagen, hey, du, ich komme aus Hamburg, das ist alles total Suchte, komm jetzt hier rein. Da merkst du schon irgendwie, das ist eigentlich nicht das, was wir wollten. Und wir wollten die Leute auch eigentlich gar nicht haben. Das war einer der Punkte, weshalb ich dann aus dem Vorhaben Tresor auch dann tatsächlich wieder ausgestiegen bin.
Club gab es ja dann nebenher immer eine Szene, die dieses Ding halt nicht mitgemacht haben, sondern die außerhalb von diesem Mainstream-Techno ihr eigenes Ding halt weitergemacht haben und damit auch versucht haben, erfolgreich zu sein. Und die eben nicht auf diese Massen abzielten, sondern auf ihre spezielle Klientel. Man kann ja jetzt nicht eine Revolution herbeiwünschen, die muss man machen oder da muss es auch einen Anlass oder auch einen Hintergrund für geben. Ja? Das kommt zu einer bestimmten Zeit und das spiegelt irgendwas Echtes wider. Man kann das dann vermissen oder man kann sagen, ja, warum ist das nicht mehr so toll wie in den frühen 90ern, in den späten 80ern. Ja, bloß, du kannst das natürlich jetzt nicht erzwingen. Also sozusagen, Amerika wird zu einem bestimmten Zeitpunkt entdeckt und dann ist es entdeckt. Und dann kannst du noch ein Gebirge neu entdecken und irgendwann bist du auch an der Westküste angelangt. So ähnlich sind wir jetzt in der Zeit. Techno ist jetzt so 25, 30 Jahre im weitesten Sinne, ist diese Kultur unterwegs und vielleicht kommt dann wieder irgendwie ein Ding. Oder ich denke auch, irgendwann wird da irgendwas kommen. Und wie das dann sich ausgestaltet und was es dann ist, das ist dann häufig genau das, was man nicht erwartet. The Future is Ours. Als Techno durch die Decke ging. Von Maike Wöhner. Es sprachen Katja Liebing, Daniel Wiemer, Martin Bross, Roland Görschen, Bruno Winzen, Tom Jacobs und Nicole Engel. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Mechthild Austermann. Regieassistenz Peter Simon. Regie Thomas Wolfers. Redaktion Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2014.